Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Heute mit dem Marsten und mir, dem Benson. Hallo. Genau, und wer DayZ noch nicht kennt, DayZ ist ein Open-World-Zombie-Survival-Horror-Spiel, bei dem man eigentlich machen kann, was man möchte und sich auf einer 225 Quadratkilometer großen Welt befindet. Und das Spielziel, wenn es denn eins gibt, ist einfach nur zu überleben. Marston und ich sind jetzt an völlig unterschiedlichen Orten gespawnt, deswegen werden wir uns jetzt erstmal aufmachen, uns zu suchen. Ich bin woanders gespawnt als gerade. Okay. Elektrozavodosk-Dings. Genau, das ist die Stadt, die auch direkt da ist, wo ich jetzt hinlaufe. Wo muss ich denn dann hin? Wenn du aufs Wasser guckst... Nach rechts. Nach rechts, genau, weil ich laufe nach links und dann müssten wir uns in die Arme laufen. Ich laufe aber jetzt mal am Wasser lang, weil... Ja. Ja. Ich auch. Bemühe mich. Ich habe nämlich gerade schon irgendwie Zombies gesehen. Ach. Genau. Ich habe nicht. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja nochmal kurz das UI erklären. Also der Sie müssten die meisten auch kennen. Wer es noch nicht kennt. Wir haben rechts an der Seite einige Indikatoren. Oben ein Ohr und ein Auge. Das bedeutet, wie gut man uns sehen und hören kann. Im Moment kann man mich ziemlich gut sehen und hören. Jetzt beispielsweise etwas weniger gut. Darunter haben wir noch fünf Symbole. Das erste ist eine Waffe, die stellt dar, ob wir im Kampf sind oder nicht, oder kürzlich im Kampf waren. Darunter unsere Temperaturanzeige, die jetzt auch schon rot ist. Rot ist natürlich immer schlecht im Normalfall. Darunter die Anzeige, ob wir etwas trinken müssen oder nicht. Und darunter wiederum unsere Blutstandsanzeige, also wir können auch bluten und Blut verlieren. Und wenn wir weniger Blut haben, sieht die Welt weniger bunt aus. Und darunter das letzte Symbol ist unser Hunger. Das heißt, man muss auch essen und trinken und ich kann ja mal kurz ins Inventar gucken. Man sieht, wir haben nichts, bis auf eine Bandage, Schmerztabletten, eine Taschenlampe und unseren Rucksack. Müssen also erst einmal eine Waffe finden und etwas zu essen. Da wir aber ja hier im Team spielen, ist unser erstes Ziel, erstmal uns zu finden. Und bis dahin so, vor allen Dingen... sollte ich nicht in das Haus gehen. Gut. Zu überleben. Ich habe schon voll das Imba-Equip. Ich habe natürlich nämlich Bohnen gefunden. Oh, sehr gut. Und Bandagen. Und Heatpacks. Ja, und ich kann durch Türen durchlaufen. Da hinten sieht man auch schon die ersten Zombies bei mir. Ich nähere mich schon der Stadt. Ja, ich muss mal eben gucken, wo ich jetzt bin. Ich bin einmal durchs Haus durchgelaufen. Du bist aber noch am Wasser. Ich gehe wieder Wasser. Richtung Wasser. Mhm. Ja, ich gehe wieder hin. Ich muss mal eben gucken, wo das ist. Das, da waren nämlich auch Häuser im Weg gerade. Hab. Da ist nämlich schon wieder so ein komischer, böser Herr Nachbar. Mich denke ich mal nicht mag. So, sieht nach Containerplatz aus. Dann werde ich jetzt außen rum müssen. Ah, du bist am Hafen. Ja. Pass auf, da führt wieder eine, ein Weg. Kann sein, dass ich da genau drauf zukrieche. Der führt halt wieder weg, also da gibt es wieder keinen Weg runter. Das heißt, dem solltest du ja nicht folgen. Dann muss ich, glaub, durch du müsstest, wenn du so eine Hafenlandschaft siehst, auch Schienen sehen in der Nähe von den Container und den Schienen kannst du folgen. Ja, dann sind, wahrscheinlich sind die genau auf der anderen Seite. Hier sind nämlich keine Schienen. Okay. Ich sehe den Hafen. Kann ich hier unten drunter durchkriechen? Mein Gott, ich kann hier unten drunter. Ich bin voll auf den Containerhof gekrochen. Siehst du schon die Kräne? Warte mal, ich sehe gerade keine. Also links von mir sind so zwei große gelbe so Wasserbehälter oder so. Wasserbehälter, Tanks. Ja, ja genau, Tanks. Okay. Bin immer noch auf dem, na, hier, was ist da? Noch sehe ich keine Kräne, aber kriege ich hier auch auf diesem dämlichen Hof lang, also. Geh einfach mal. Bist du denn schon richtig in der Stadt? Ich bin auf dem Containerhof drauf. Okay. Gut, wir gehen jetzt hier langsam ein bisschen mehr in den geduckten Modus, dann werden wir nämlich weniger gehört und gesehen, weil ich bin jetzt an dem Stadtrand und sehe auch schon zahlreiche Kräne. Und auch Schienen. Aber kein Container. Ich muss mal eben gucken, ich bin in ein Haus reingegangen. Okay.
mal die falsche Tür, die wollte ich gar nicht aufmachen. Ich glaube, ich kann die aufmachen, verdammt. Muss ich jetzt doch wieder hier rauskriechen. Eine andere Gefahr in dem Spiel sind natürlich auch andere Spieler, weil in so einer Zombie-Apokalypse sollte man niemandem vertrauen. Und in Städten treiben sich die Spieler natürlich gerne rum, um andere Spieler zu killen und die dann auszuplündern. Das heißt, wir müssen hier ganz schön vorsichtig sein. Vor allen Dingen ohne Waffe. Da hinten sind Kräne. Ich bin jetzt genau bei den Krähen. Ich laufe dir dann hoffentlich mal entgegen. Ja, also wenn du bei den Krähen bist, ist da so eine komische weiße Lagerhalle und dahinter diese beiden Wassertanks, diese gelben. Ich sehe die Tanks, ja, die sind aber noch so große, meinst du, ne? Ja, so große, so zwei, so, ja, angegilbte quasi. Ja, da laufe ich jetzt gerade hin. Ja, also ich bin, wenn von dir aus, dann wahrscheinlich links von den Wassertanks auf diesem Hof. Krieche gerade. Okay, ich sehe noch mehr Wassertanks. Aber das ist noch ja, einer. Dahinter sind, glaube ich, noch zwei oder so. Ja, hier ist noch mal einer dann. Ja, ich krieche jetzt mal Richtung Wasser wieder. Mhm. Vor allem von sämtlichen Zombies weg. Okay, ich sehe diesen Containerhof bei der weißen Lagerhalle. Bist du da? Ich bin vor der weißen Lagerhalle. Okay. Und ich kriege jetzt auch so einen komischen Kran zu, der wahrscheinlich direkt am Wasser ist. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß genau, wo du gleich rauskommst. Ist das so eine komische Straße? Auf der bin ich. Gut. Ich sehe dich aber nicht. Krieche noch hin. Ich bin noch auf dem Hof. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob hier vielleicht... Ich sehe ja so super um die Container rum. Hier draußen ist so ein Frosch. Aber sonst ist hier auch nichts. Ich sehe dich. Mich? Oh mein Gott. Ich stehe direkt vor dir. Yay! Yeah. Warte, wo war das jetzt? X. Nein, salutieren. Achso, weiß ich nicht. Hab ich wieder vergessen. Okay. Gut. Ziel 1 erfüllt. Also, juhu! Yeah. Also da vorne rechts sind schon mal irgendwie 3 oder 4 Zombies gewesen. Und was für eine Uhrzeit haben wir eigentlich hier? Es ist irgendwie dunkel. Es ist dunkel, auf jeden Fall. Warst du hier schon drin? Oh! Nein. Okay, da wurden wir auch schon entdeckt. Okay, ein taktischer Rückzug. Gut. Ohne Waffe natürlich immer gut. Wurdest du oder ich? Wo rennen wir denn hin? Ja, da lang. Ja, da links, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Ich laufe aus Wasser zu, gut. Da ist ein Frosch. Ja, genau, in den Frosch rein, ja. Ist ja alles kein Problem. Ja, professionelle Wegläufer. Wir brauchen mal irgendein Haus, wo wir die abhängen können. Ja, also durch das Rote da vorne kann man durch, aber da sind noch mehr Zombies. Verfolgen die uns überhaupt noch? Ich sehe sie gerade nicht mehr. Weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh, neben den Roten ist ja noch einer. Ich glaube, die sehen uns echt nicht mehr. Okay. Vorsicht, daneben ist ein Zombie. Nein, kann man nicht. Nee, kannst du an den Fenstern immer gut sehen. Er hat dich entdeckt, rein weg. Fuck. Steh auf, du Loop! Ah! Das geht ja schon wieder super los. Er hat dich verloren, glaube ich. Nee, doch nicht. Ah! Am Busch hängen geblieben. Ich glaube, jetzt hat er dich aber verloren. Ja. Er ist genau auf der anderen Seite der Mauer, aber er macht nichts. Okay, in Hafengebieten liegen oft Äxte rum. Das wäre jetzt auch die Waffe, die wir haben wollen. Relativ lautloses Killen, jedenfalls von wäre Zombies. Wäre irgendeine Waffe schon erstmal voll glücklich. Ja. Okay, dann... Du bist das doch, oder? Ja, 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 ich bin das. Okay. Ah, da hinten sind die Zombies, die uns vorhin verfolgt haben. Ich bin natürlich immer auf diesem Container... Also in dem roten Haus war ich drin, da bin ich einmal durchgelaufen. Da ist nix. Nee, okay. Also nichts mehr. 2 Bandagen, ein Heatpack, Bohnen und... Was habe ich noch gefunden? Ein Makarov-Magazin. Was ist denn da links? Kann man da vielleicht irgendwie rein? Sieht so nach Lagerhalle aus. Wieso schreien Menschen vor meinem Fenster? Ja, da links will ich auch hin. Aber da sind halt gerade... So, wie wär's mit Kriechen? Ja.
Dann werden wir aber gehört. Eben wurden wir nur gesehen. Können schräg kriechen, dann sieht man, ja, dann hört man uns auch nicht. Der eine hat gerade Anstalten gemacht. Merkt euch das, wenn ihr schräg kriecht, dann hört und sieht man euch nicht. Aber wenn ihr geradeaus kriecht, dann hört man euch. Übelst, das Abuse. So eine komische Kurve rumkriechen, oh Gott. Ich kenne das doch, ich fall doch gleich wieder irgendwo runter mit einem Knochenbruch oder so. Ich bin nicht sicher, ob man da hinten rein kann, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, du kannst auch hier geduckt laufen, also schleichen, und ich laufe jetzt auch schon wieder geduckt. Hier ist auf jeden Fall so eine Garage. Ja, da hüpft ein Frosch. Hab ich auch gerade erst gesehen. Umso dunkler es wird, umso schlechter können wir die Zombies sehen, aber umso schlechter können die Zombies auch uns sehen, natürlich. Das heißt, Nacht ist nicht unbedingt das Schlimmste, was passieren kann. In der See, schau mir hier mal die Garage an. Der ist aber leider nichts drin. Ich glaube, der kommt zum Garageneingang. Ich bin auf der anderen Seite von der Garage. Ich bin durch die Garage durch. Ja. Oh Gott. Er hüpft auf mich zu. Jetzt. Okay, doch nicht. Oh, da vorne ist ja noch einer. Hier auf das Gebäude können wir, glaube ich, nur aufs Dach, was da vor uns ist. Oder? Weiß es nicht. Auf. Riech gerade. Der Zombie ist natürlich, der komische Frosch ist jetzt in die Garage reingelaufen. Und hat die Tür hinter sich zugemacht. What the fuck? Okay. Ne, das geht leider nicht auf. Aber aufs Dach könnten wir, meinst du? Ich weiß nicht, ich dachte, ich habe gerade eine Leiter gesehen. Ein bisschen länger und ich sehe gar nichts mehr. Hier ist auch eine Leiter. Ja, so schlimm ist ja noch nicht. Hier ist auch eine Leiter, mal gucken. Ja, hier kann man hoch. Ich guck mal oben, ob da was liegt. Okay, man kann ganz aufs Dach. Ja, hier ist noch eine Leiter zum ganz hochklettern. Geh du mal, ich geh mal einmal ums Haus rum. Hier ist auch nichts, leider. Hier ist auch noch eine Leiter. Also ganz oben auf dem Dach ist nichts. Brauchst nicht hoch. Ich komme jetzt von der anderen Seite hoch. Ich klettere gerade schon wieder runter. Ich bin jetzt schon ganz oben. Na, ich glaube, hier ist nichts. Nee, nicht wirklich. So, wo soll ich denn runter? Auf welcher Seite? Ist egal. Wo denn? Wo bist du hochgegangen? Ich bin bei den Garagen. Da bist du, ja. Cool. Ich gucken, ob man die andere auch noch rein kann. Ich glaube aber nicht. Nein. Dann müssen wir wieder Richtung Stadt. Ach, da bist du. Ja, spring. Ja, ich geb dir gleich springen. Da bist du gerade runtergesprungen. Runtergekommen. Richtung Stadt. Weiter, weiter, weiter. Aha. Die Frage ist, geht die Sonne gerade auf oder geht die gerade unter? Bin ich sicher. Ich habe das Gefühl, es wird dunkler und nicht heller. Das stimmt. Oh, jetzt visier das schon bitte an. Ich möchte nicht in meinen Tod stürzen. Oh ja, Kamera, bitte noch besser.
So, wo bist du?